Heute zeige ich dir 10 extrem nützliche Tipps bei der Arbeit mit Logic Pro. Also dranbleiben, lohnt sich auf jeden Fall. Bis gleich. Hallo, ich bin Martin und falls du neu hier bist, auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Heute gebe ich Antwort auf die 10 meistgestellten Fragen von euch. Ich bekomme mittlerweile sehr, sehr viele E-Mails. Die 10 meistgestellten Fragen zu bestimmten Funktionen in Logic Pro. Bevor wir gleich loslegen mit Tipp Nummer 1, gebe ich dir noch einen Bonustipp und das ist meine Logic Workflow Checkliste runterzuladen. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du schneller und effizienter mit Logic arbeiten kannst. Die findest du unten im ersten Kommentar. Da habe ich sie dir angepinnt. Und jetzt legen wir los mit Tipp Nummer 1. Und das ist der An- bzw. Ausschalter. Den siehst du hier im Spurheader oder zu deutsch Spurkopf. Und falls du ihn nicht siehst, gehst du mit Rechtsklick oder Controlklick, je nachdem wie du Logic für dich konfiguriert hast, drauf und hast hier oben ein Aus. Ja, das kannst du jetzt anwählen, dann hast du dieses Knöpfchen hier. Wenn ich jetzt diese Spur hier ausschalte, passiert zunächst mal noch nicht viel. Das heißt, ich habe nur diese Spur stumm geschalten. Anders ist es, wenn du mit äh, Option oder Alt-Klick auf, äh, auf diesen An-Ausschalter gehst. Jetzt beobachte mal hier im spur was passiert. Wenn ich jetzt also die Alt-Taste gedrückt halte und klick drauf, dann schaltet er mir die Plugins ab. Und dadurch sparst du dir natürlich extrem viel Arbeitsspeicher, wenn diese ganzen Plugins hier deaktiviert sind. Na, für was ist das jetzt nützlich? Zum Beispiel, ich habe diesen Funk-Guitarist hier vorher mit einem Kontaktinstrument instrument eingespielt die virtuellen Instrumente, die in der Regel immer sehr, sehr viel Arbeitsspeicher fressen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin zufrieden mit meiner Funk-Gitarre, dann kann ich die bouncen, das habe ich jetzt hier gemacht, und kann sie hier weiter mit Effekten versehen, aber ich kann die Originalspur jetzt im Contact Player einfach ausschalten oder stummschalten, in dem Fall ist es der Bass, ich klicke also wieder mit Alt drauf. Und dann spare ich wahnsinnig viel Arbeitsspeicher dadurch, dass das komplette Plugin ausgeschaltet ist und ich nur noch die Audiospur höre. Und damit geht es schon weiter zu Tipp Nummer zwei. Diesmal geht es um den Mixer. Und auch hier bekomme ich immer wieder die gleiche Frage. Und zwar ist es, wenn du ein großes Mixprojekt hast, das ist jetzt hier in diesem Fall kein großes Mixprojekt, aber wie kann ich schnell Sends oder Aux-Channels lokalisieren? Ich habe jetzt hier in diesem relativ kleinen Projekt schon fünf Aux-Channels. Ich habe hier mehrere Reverbs, insgesamt vier Reverbs und ein Delay. Und jetzt kann es schwierig sein zu sehen, naja, was ist denn jetzt hier oder welcher Send ist denn dieser Spur zugeordnet? Ich bin hier bei meinem Funk-Gitarrist und jetzt sehe ich hier drei Busse, aber es ist schwierig rauszufinden. Hier, was ist denn jetzt Bus 3, wo ist Bus 5? Aber es gibt eine ganz einfache Möglichkeit und die ist wirklich genial, deinen Orks schneller zu sehen. Und das ist, wenn du die Shift-Taste gedrückt hältst und dann hier draufklickst, dann zeigt ihr dir nämlich den betreffenden Orks-Channel an. Also du kannst hier direkt auf den, äh, äh, den Send-Amount klicken oder auch hier direkt auf die Spur, auf den Send-Slot. Und dann zeigt er dir genau an, Bus 3 ist also in diesem Fall mein Tape Delay, Bus 5, aha, hier bin ich schon, okay, ist das Chroma-Verb und Bus 6, in dem Fall ist wieder das Chroma-Verb. Ja, so könnte ich das jetzt hier auch noch machen. Hier haben wir auch noch Bus 6, Bus 6, ja, einfach draufklicken. Und so kannst du sehr, sehr schnell deine AUX-Channels lokalisieren. Und da geht es auch im nächsten Tipp drum, um die AUX-Channels. Nehmen wir mal an, ich habe hier mein Rhodes Piano und ich möchte jetzt diese zwei Hals, die du hier siehst, die sind hier zugewiesen. Wir können den Trick nochmal wiederholen, ja. Äh, die sind hier zugewiesen und die würde ich jetzt gerne im Arrangierfenster sehen. Wird auch sehr, sehr oft gefragt. Also hier ist mein Rhodes Piano. Und wenn ich das jetzt hier aufklappe, dann siehst du, es besteht aus zwei unterschiedlichen Instrumenten. Das ist schon in dem Preset so drin. Aber ich sehe jetzt nicht, wenn ich zum Beispiel den Hall automatisieren möchte. Hier diesen Large Floor und Small Plate, wenn ich die automatisieren möchte, die sehe ich nicht und kann hier also keine Automation einzeichnen. Und um diese Auxiliary Channels jetzt ins Arrangierfenster zu ähm, bekommen, hältst du, sie, hältst du einfach die Shift-Taste gedrückt, indem du sie markierst und gehst dann hier auf Optionen und dann Spuren für ausgewählte Channel Strips erzeugen. Wenn ich das jetzt mache, siehst du schon hier, bei meinem Rhodes-Piano habe ich jetzt nicht nur die zwei Instrumente, aus denen dieses eine Instrument hier entsteht, sondern ich habe hier Prison Main Floor und Nice Plates, das sind meine beiden Halbplugins und jetzt könnte ich hier auch schon, wenn ich wollte, fröhlich irgendwelche Automationen einzeichnen oder direkt aufzeichnen und kann die auch direkt im Arrangierfenster nachverfolgen. Weiter geht's mit Tipp Nummer 4. Und das passiert sehr, sehr oft, wenn du Projekte von anderen Bands zugeschickt bekommst oder von anderen Leuten. Dann sieht es nämlich in der Regel oder sehr oft so aus. Und jetzt siehst du, dass wir hier eine riesige Spur haben. Oder die ist sehr groß gezoomt, die ist sehr klein gezoomt, die ist wieder klein gezoomt und die wieder sehr groß. Und das ist sehr unübersichtlich. Das Projekt hier ist jetzt noch verhältnismäßig klein, aber es kann stressig werden, wenn du 128 Spuren hast und jede hat eine andere Größe. Jetzt kannst du natürlich versuchen, das hier manuell hinzuschieben. Äh, das ist aber extrem stressig und du wirst es auch nie genau hinkriegen. Und deswegen gibt es eine viel einfache Methode, und zwar, indem du die Shift-Taste gedrückt hältst und irgendwo im Spurheader zwischen zwei Spuren klickst. Es ist egal wo. Ja, Hauptsache, du klickst zwischen zwei Spuren, zack. Und jetzt sind alle Spuren gleich groß. Jetzt sieht die ganze Sache viel, viel ordentlicher aus und du hast es viel übersichtlicher vorliegen. Wir sind bei Tipp Nummer 5 und das ist das invertierte Cycle Tool. Du hast hier den Cycle Bereich oder man kann es auch Loop Bereich nennen. Das heißt, dieser Loop Bereich, wenn du hier einschaltest oder ausschaltest, du kannst ihn ein- oder ausschalten, indem du einfach draufklickst. Wenn du das tust, dann loopt deine Wiedergabe nur in diesem Bereich. In diesem Fall wäre das Takt 5 oder 6. Okay, sehr schön. Du kannst dir jetzt also bestimmte Bereiche auswählen, wo dieser, ähm, wo dieser das Projekt loopt. Du kannst aber auch, und das ist fürs Arrangieren sehr, sehr, ein sehr, sehr cooler Tipp, du kannst auch Bereiche überspringen. Nehmen wir mal an, ich würde mein Arrangement jetzt gerne überprüfen, wie es klingt, wenn ich Takt 4 und Takt 5 weglasse. Das heißt, ich möchte diesen Bereich überspringen, um zu hören, ob es dann vielleicht besser klingt. Das kannst du ganz einfach erreichen, indem du die Command-Taste gedrückt hältst und dann hier draufklickst. Dann siehst du, dass sich der Cycle-Bereich hier verändert. Und das bedeutet in diesem Fall, er ist invertiert. Das heißt, wenn ich jetzt ab hier wiedergebe, überspringt er Takt 4 und Takt 5. Probieren wir mal, wie es sich anhört. Macht in diesem Fall jetzt nicht viel Sinn, weil es hier nur so ein kleines Projekt ist. Aber er hat mir jetzt Takt vier oder fünf übersprungen und äh, du kannst auch wieder zurückschalten, indem du einfach mit Command wieder draufklickst und dann hast du wieder deinen normalen Cycle-Bereich eingeschaltet. Und damit geht es schon weiter zu Tipp Nummer 6. Dieses Problem hattest du bestimmt auch schon öfter, und zwar, wenn du ein großes Projekt hattest, insbesondere mit vielen virtuellen Instrumenten. Und du möchtest dann noch ein virtuelles Instrument einspielen, dass du eine Latenz hast. Das heißt, du drückst zum Beispiel eine Taste auf dein MIDI Keyboard oder spielst deine, schlägst deine Gitarre an und der Anschlag, den hörst du in der DAW, in Logic irgendwie ein paar Millisekunden verzögert. So bist du gar nicht mehr in der Lage, so wirklich was einzuspielen, weil das extrem nervig ist. Und dem kannst du ganz einfach Abhilfe schaffen und zwar mit dem Low Latency Modus. Der schaltet bestimmte Prozesse oder Plugins aus und somit kannst du nahezu latenzfrei wieder arbeiten. In den Low Latency Modus kommst du, indem du hier oben einfach rechts klickst und dann auf Steuerungsleiste und Anzeige anpassen. Und jetzt siehst du hier Low Latency Modus. Wenn du den anschaltest, siehst du hier dieses ähm, Zeichen, dieses ja, wie, wie ein Tempomat sieht es aus, wie ein Tacho sieht es aus, so rum. Und den kannst du jetzt anschalten. Und dann kannst du wieder latenzfrei eine MIDI-Spur oder eine Audiospur einspielen. Es klingt dann ein bisschen anders, weil wie gesagt, bestimmte Prozesse oder Plugins von diesem Projekt, die Logic für nicht notwendig erachtet zum Aufnehmen, werden ausgeschaltet. Aber du kannst es dann danach wieder einschalten, wenn du deine Aufnahme fertig gemacht hast. Ein weiteres nützliches Feature, das relativ neu, glaube ich, sogar noch ist, ist die Smart Quantize-Funktion. Also smarte und intelligente Quantisierung. Die findest du hier oben, wenn du im Inspektor bist. Und jetzt kannst du hier zwischen Quantisierung ganz normal wählen und intelligenter Quantisierung. Äh, die intelligente Quantisierung quantisiert deine ganzen MIDI-Noten, in diesem Fall jetzt nicht komplett auf den Grid, sondern lässt noch ein bisschen menschliche Fehler, sage ich mal, zu. Ich spiele mal was ein und dann quantisieren wir hier diesen Track mit der intelligenten Quantisierung. <laughs> Okay, schauen wir mal mein Meisterwerk hier an. Ich habe natürlich jetzt nicht super gerade gespielt. Es ist nicht hundertprozentig auf dem Grid alles. Sie war ein bisschen vor, mal ein bisschen zu spät. Und wenn ich jetzt hier in die intelligente Quantisierung gehe, dann siehst du, dass er zwar quantisiert, aber du siehst, es ist nicht super genau auf dem Grid, sondern er hat versucht, noch ein bisschen von meinem Feeling übrig zu lassen. Und das sind die Quantisierungen mit eingebaut. Man kann sagen, die intelligente Quantisierung ist eine smartere äh, oder eine unauffälligere Quantisierung, sodass nicht alles in den, auf das Raster gepackt wird und dass die Performance auch ihren menschlichen Charakter behält. Beim nächsten Tipp geht es auch wieder um MIDI-Noten. Und auch das werde ich sehr, sehr oft gefragt. Und das ist, wie kann ich jetzt gerade zum Beispiel bei so einer Schlagzeugspur, das habe ich hier quantisierter Schlagzeug, wie kann ich es übersichtlicher machen? Wie kann ich es hinbekommen? Dass alle MIDI-Noten die gleiche Länge haben. Das ist beim äh, Schlagzeug sehr nützlich. Du siehst jetzt, hier ist ein längerer Schlag, hier ist ein kürzerer Schlag und das ist irgendwie unübersichtlich und sieht irgendwie nicht wirklich gut aus. Vor allem beim Schlagzeug spielt es keine Rolle. Da gibt es äh, keine langen, klingenderen Noten, außer jetzt zum Beispiel Becken. Aber das für die MIDI-Performance unerheblich. Du machst es ganz einfach. Du kannst hier alles zunächst mal markieren. Und wenn du jetzt die Shift- und die Alt-Taste gedrückt hältst, ja, die Shift und die Alt-Taste gedrückt hältst und dann hier irgendwo ziehst, es ist egal wo, und die Note verkürzt oder verlängerst, dann haben auf einen Schlag alle Noten die gleiche Länge. Siehst du hier, es gibt jetzt keine längeren und kürzeren Noten mehr und dadurch ist die Performance hier wesentlich übersichtlicher. Es gibt noch eine andere Frage, die ich auch oft gestellt bekomme, das ist gerade so bei Flächenpads und so weiter und zwar kann man nicht nur die Noten alle in die gleiche Länge machen, sondern man kann auch die gleiche Anschlagsstärke für alle Noten auswählen. Und das geht genau mit dem gleichen Shortcut. Ich halte hier wieder Shift und Alt gedrückt. Jetzt siehst du hier den Velocity Slider. Wenn ich den jetzt hochfahre, dann siehst du äh, oder oder runterfahre, dass dann alle Noten auf einmal die gleiche Velocity haben. In meinem Fall ist das jetzt 80. Ähm, das ergibt jetzt keinen wirklichen Sinn bei Drums, aber zum Beispiel bei Flächen Sounds. Die du schön gleichmäßig haben möchtest, äh, gerade bei MIDI, bei Softwareinstrumenten, kann es durchaus Sinn machen, dass du da alle MIDI-Werte auf die gleiche Velocity bringst. Es geht weiter mit Tipp Nummer 9 und das ist Aufnahme behalten. Nehmen wir mal an, du hast jetzt hier ähm, deinen Track hier eingespielt und klimperst ein bisschen rum, allerdings ohne Aufnahme zu drücken. Ja, ich klimper hier einfach ein bisschen zu, dazu und äh, lass aber oder, oder vergess einfach Aufnahme zu drücken. Danach kommt dann meistens der große Schock, du schaust auf eine leere Spur, du hast vergessen, Aufnahme zu drücken, aber dein Jam war super geil eigentlich. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn du Aufnahme behalten aktiviert hast und auch das geht übrigens wieder über die Steuerungsleiste, wenn du hier mit Rechtsklick drauf gehst und Aufnahme behalten aktivierst, dann siehst du diesen Button hier, ein weißer Kreis über den Aufnahmebutton. Wenn ich jetzt hier drücke, siehst du, was ich hier gerade eingespielt habe. Da spiele ich dir jetzt nicht vor, weil es gruselig klingt, weil ich durch mein Aufnahmeprogramm eine riesige Latenz habe, aber ich habe jetzt beim Einspielen keine Aufnahme gedrückt, habe mein Jam hier aber trotzdem Aufnahme äh, aufnehmen können oder behalten durch diesen Aufnahme behalten Button, was sehr, sehr nützlich ist, wenn du mal eine halbe Stunde lang rumjams und es ist ein richtig geiles Solo geworden. Du stellst danach fest, vergessen Aufnahme zu drücken ist natürlich doof, dann hast du durch diesen Aufnahme behalten Option auf jeden Fall die Möglichkeit, diesen geilen Jam wieder zurückzuholen. Kommen wir zu Tipp Nummer 10 und auch das werde ich ständig gefragt und das ist der Notenverfolgungsmodus bei MIDI-Instrumenten. Wir gehen mal hier rein in dieses Rhodes-Piano und wenn ich jetzt hier auf Wiedergabe gehe, dann spielt er es auch ab. Soweit, so gut. Was jetzt allerdings passiert, wenn ich jetzt in der Mitte hier anfange abzuspielen, also in der Mitte... Eines Midi-Akkordes zum Beispiel hier, erklingt dieser Akkord nicht. Das nervt. Ja, hier am Anfang geht es wieder. Hier in der Mitte nicht. Das kann ultra nervig sein beim Arrangieren, beim Komponieren, wie auch immer. Das kannst du ganz einfach oder dem kannst du ganz einfach entgegenwirken und zwar über die Noten, Notenverfolgungsmodus. Das ist ein bisschen blöd gemacht und ein bisschen versteckt. Und zwar musst du deine Einstellungen und nicht in die Logic-Einstellungen, in die globalen, sondern in die Projekteinstellungen. Die findest du über Ablage oder auf Ablage. Und jetzt kommst du hier in die Projekteinstellungen, ja? nicht die globalen Einstellungen. Projekteinstellungen, wir gehen hier auf Allgemein zunächst und dann auf MIDI. Jetzt siehst du hier Verfolgen. Ja? Das klickst du an und klickst dann hier Noten an. Das war's schon. Jetzt spielt er auch, wenn ich diesen Akkord in der Mitte abspiele, die Noten ab. Okay, oder hier. Und damit kannst du dieses Problem ganz einfach lösen. Hast du alle diese Tipps gekannt oder war dir eine unbekannt? Oder weißt du selber noch einen Tipp, den du selbst gerne früh gewusst hättest? Dann schreib mir den bitte gerne unten in die Kommentare. Vielleicht kannst du damit jemand anderem weiterhelfen. Falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!